Der Ölkonzern Shell soll bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 45% reduzieren, so das Gerichtsurteil von 2021. Klimaschützer werfen dem multinationalen Unternehmen jedoch vor, das Urteil bislang nicht umgesetzt zu haben. Nun soll nach einer mehrtägigen Anhörung über die Berufung von Shell entschieden werden. Die Anspannung ist enorm hoch. Wir haben mehr als 2 Jahre auf diesen Moment hingearbeitet und er wird zu einem großen Teil über den Erfolg unserer globalen Bemühungen zur Bekämpfung des gefährlichen Klimawandels entscheiden. Daher ist es sehr wichtig. Shell Niederlande beteuert, dass sie schon dabei sind, ihre Emissionen stark zu reduzieren. Man habe bereits einen Großteil der Forderungen erfüllt. Shell hat ein sehr ehrgeiziges Ziel, seine Emissionen bis 2030 zu halbieren. Und wir haben bereits mehr als 60% dieses Ziels erreicht. Wir sind eines der größten Industrieunternehmen und sehr ehrgeizig. Und wir wollen auch die Emissionen unserer Kunden reduzieren. Aber das müssen wir gemeinsam mit unseren Kunden tun, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, umzusteigen. Auf elektrisches Laden, Biokraftstoffe, CO2-Speicherung, das müssen wir aber alle gemeinsam tun. Shell müsse zwar als Unternehmen mithelfen, den Klimawandel aufzuhalten, könne dafür aber nicht alleine verantwortlich gemacht werden. Nun werden die Richter in Den Haag erneut entscheiden. Auch wir glauben, dass dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels erforderlich sind. Aber dieser Rechtsstreit ist nicht der richtige Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Erstens geht es dem Klima damit nicht besser. Eine Maßnahme gegen ein einzelnes Unternehmen ist nicht wirksam, wenn die Nachfrage letztlich weiterhin besteht. Zweitens ist die Klimapolitik Sache der Regierungen, der Parlamente, nicht eines Gerichts. Und schließlich könnte das Urteil katastrophale Folgen für niederländische Unternehmen und niederländische Arbeitsplätze haben. Das Gericht muss nun entscheiden, ob ein solches Verfahren gegen ein einzelnes Unternehmen der richtige Weg ist, um den Klimawandel aufzuhalten.